Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Timberborn. So, wir sind dabei, hier einen dritten Distrikt hochzuziehen, aber ich denke, ich werde das ein bisschen anders machen. Wir sehen hier, also wir sind locker. Oh, ja gut, locker ist relativ. Fußdorf 99 davon entfernt. Aber es hat doch funktioniert. Wir kriegen das also hier noch hin. Wie wäre es denn jetzt nur mal so gedacht, wenn ich hier so eine Holzfällerfahne hinsetzen würde? Oder wird erst dann angezeigt, wenn ich die dann hier verbinde. Aber theoretisch würde das sogar noch funktionieren. Okay. Weil folgendes, ich überlege. Das Ding hier zu versetzen. Ja, ich glaube, das mache ich. Einen Moment. Das heißt, ich muss den erstmal einreißen. Jo. Und setze das Distriktzentrum. Hier so hin. Zack, um. Faulwasser oder so. Also wir haben hier eine Quelle. Eine Faulwasserquelle. Dann würde ich doch sagen. Moment. Geht das? Ah, jetzt. Na. Das klingt netter. Quellhausen. Ist doch nett. So, wir brauchen dann auf jeden Fall. Achso. Nein. Nein. Ein Distriktknotenpunkt. Den würde ich dann nämlich hier hinsetzen wollen. Ja, das macht sich dann, glaube ich, ganz gut an der Stelle. Dann Wege. Einmal. So. Und so zum Beispiel. Also, kann so bleiben. Finde ich ganz gut. Alles klar. Funktioniert. Wunderbar. Sehr cool. Das gefällt mir. So. Wir würden sogar den Bereich hier mit beanspruchen. Okay. Dorf 104. Das ist natürlich eine Menge. Das ist weit, weit entfernt. Da ist schon Alarmstufe Rot angezeigt, aber müssen wir erstmal durch. Die brauchen alles. Moment, Moment, Moment. Achso. Wie war das jetzt? Achso, das Ding muss erstmal gebaut. Erstmal gebaut werden. Anders, du bist schon wieder viel zu hektisch. Ja, dann kriegen wir das schon hin. Keine Arbeiter im Distrikt verfügbar. Da müsste ich migrieren von Eisenhausen. Nach Quelldorf, Moment. Genau, von Eisenhausen. Erstmal so zwei. Ich glaube, ich hatte sieben, dann kommt, wir nehmen vier.
Nimm 4. So. Die darüber migrieren. Schon mal ganz kurz. Wie sieht's hier aus? Da sind jetzt noch, genau, sind jetzt noch 3 Arbeitslose. Das ist ganz gut. Wie sieht's hier aus? 0. Oha. Ja, okay, okay, okay. Da sind wieder Leute gestorben. Aber ich habe hier, ne, wir haben hier 8 Jungtiere. Ja. Das könnte ein bisschen knapp werden, aber noch läuft es. Er sagt, er hat nichts in der Reichweite. Ich muss mal ganz kurz pausieren. Nur noch 4 Einheiten Rohholz drin. Wow. So notwendig, die würde ich auf die 4 verzichten. Mein Gott, das sind 4. Will ich da stundenlang warten? Das funktioniert ja auch nicht. Wir haben genügend Holz hier rum existieren, von daher, was soll's. Ich hau das Ding weg. Moment, da kommt er gerade zufälligerweise angerannt. Er transportiert aber nichts, er setzt sich da nur hin und ist wahrscheinlich am Meckern, weil er nichts zu tun hat. Gut. Weg damit. Ja, ist gut. Vielleicht bleiben die sogar, hier liegen. Ja, also ist kein Verlust. Da war ich wieder zu vorsichtig. Was ich jetzt ausprobieren möchte. Wie sieht das hier aus, wenn ich hier einen Weg lang zimmere? So. So. Und dann sage. Holz, wo bist du? Ein. Mensch. Rotation. Das Moped hier hin. Geht das? Ja. Wir sind ein bisschen am Meckern, ne? 88 ist jetzt nicht ohne, aber geht. Gut, dann würde ich nämlich nach Möglichkeit dann hier die Bäume dann auch noch weghauen. So nach und nach. Und keine Eile. Können aber wie gesagt so nach und nach entfernt werden, das ist jetzt durchaus machbar, denke ich mal. So, so. Okay. Keine große Sache, aber dann haben wir das auch mit weg. Da, ja. Kümmert euch mal bei Gelegenheit drum. Okay. So, wie sieht's hier aus? Das wird noch gebaut. Holz ist komplett. Bretter müssen noch geliefert werden. Die sind noch nicht komplett da. Ja, die Leute hier, die sind noch ohne Beschäftigung. Könnte schon mal hingehen. Und hier vielleicht so eine kleine Hütte hinsetzen. Das schon mal in Auftrag geben. Und ich könnte hier hingehen und sagen, das Gehölz muss da weg. Oder mal, ich mach mal Folgendes. Naja, egal. Nichts Schlimmes passiert, alles gut. So. Beziehungsweise. Das haben wir auch schnell wieder weg. Weg.
So. Und wenn dann bitte schön so rum, einmal das. Und auch hier kann ich schon mal hingehen und die entsprechenden Bäume markieren. Sind ja jetzt nicht so viel. Aber dann haben die wenigstens so ein bisschen eigenes Holz. Dann würde es sich wahrscheinlich anbieten. Hier erstmal so einen kleinen Stapel hinzusetzen. Wir könnten da und da vielleicht noch erstmal hier einen hin. Und da soll dann halt Holz rein. So. Okay. Importieren, die brauchen alles. Die brauchen alles. Wasser, Holz. Ja gut, Holz vielleicht. Ja, erstmal schon. Karotten, was ist mal hier? Gegrillte habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Bären, ja, Kastanien, was hier, könnt ihr gerne haben, da bitte nicht. Rot, müssen wir gucken. Alles andere ist erstmal uninteressant. Moment mal, ich bin richtig belausen, ja, alles gut. Immer importieren, nee, das sollen die eigentlich selber herstellen. Von daher kann ich das schon mal hier so machen. Ja, ich glaube, so auf dem ersten Blick, das sieht so weit gut aus. Dann braucht man natürlich entsprechende Lager. Einen Augenblick, kleines Lagerhaus. Einmal Beeren für die Notversorgung, einmal Karotten und ich würde erstmal mit einem kleinen Tank anfangen für Wasser. Und damit wir schon mal so das Notdürftigste haben. Ja, die fangen nämlich hier schon an, ne? Durst, 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 was ich verstehen kann. Gucken nochmal. Ja, Wasser bekommen sie. Also sollen, ja, also demnächst. Warte mal, dann mache ich hier aber mal hier ganz dringend den. Aber den vielleicht auch. Die müssen alle schnell gebaut werden. Okay. Okay, nee, das soll erstmal soweit reichen. Alles klar. Erstmal so bleiben. Oh, das, aber Hunger, Durst, alles. Ja, so ein bisschen aus dem Blick verloren. Die entsprechende Bedürfnisse haben, die guten. Aber da wird sich drum gekümmert. Material ist auf dem Weg. Sie müssen ein bisschen darben, aber dann kriegen die schon hin. Das dürfte nicht das Problem sein. So, da wird eifrig genagt, das ist cool. Ja, kein Speicher verfügbar, ja, alles klar. So.
witzig, dass da mit dem Rohholz nicht stärker nachgefragt wird hier mit ihm hier. Waldmetall habe ich jede Menge. Moment mal. Wieso ist dann null? Oha. Ach, oha, oha. Kriege ich genug Energie? So gut. War der Meinung, dass eine reicht, da war ich wohl, bin ich wohl einer Fehleinschätzung eingefallen. Das kriegen wir aber hin. Jetzt immerhin 155. Das müsste ich hinkriegen. Warte mal. 98 PS schafft er nur. Ja, wahrscheinlich sind hier die Fließgeschwindigkeit nicht hoch genug. Ärgerlich. Ein Moment. Ein Wasserrad. Muss ich hier nicht anbieten, glaube ich. Besser hier. Denke ich mal. Frage, wie mache ich das am besten? Gehe ich direkt hier rein, um halt Platz zu haben für vielleicht noch irgendwie, ne, hier irgendwelche andere Möglichkeiten oder so. Glaube fast ja. So etwas. Ja. Wir sollen das erstmal fertigstellen, bevor ich dann hier anfange, Dinge einzureißen und auszutauschen. Gebäude benötigt Arbeiter. Oh, was ist hier los? Moment, das kriegen wir hin. Einen Augenblick. Ich soll nicht. Was ist hier los? Soll nicht das Problem sein. Jetzt ziehen wir drei Leute frei. Ja, Moment, ich mache hier mal erstmal Pause, Augenblick. Geht das nicht? Ich
sagen. So. Toll, die haben das Ding hier hochgezogen und jetzt haben wir hier keine Leute. Was ist hier los? Ach, hier sind wieder 10.000 Leute an Altersschwäche gestorben. Das ist nicht gut. Ja, dann muss ich hier freimachen, weil ich irgendwie freimachen kann. Dann muss ich erstmal jetzt hier andere Prioritäten setzen. Denn ich muss über die Leute da irgendwie versorgt bekommen. Ja, es ist nicht so gut. Verdammt. Augenblick. Immer noch keine freien Leute hier. Geht hier nie los. Zwei weniger. Das geht ja gar nicht. Wo stecken die alle? Moment. Ah, jetzt habe ich 4 Leute frei. Immerhin. Meine Güte, nee, ist aber hier. Auch nur eins hier, Leben am Limit. So, okay, die hätten wir. So ist das ja nun nicht, ne? Kann die ja hier nicht verhungern und verdursten lassen. War ich etwas zu optimistisch, was hier die Bevölkerungszahl anbelangt. Ne? Musste ich jetzt aber ganz schön federn lassen mit meinen eigenen Leuten. Ja, was sind dir Sorgen über Holzversorgung und dann sowas? Wie sieht's hier aus? Da sind auch nur 2 Leute jetzt noch frei. Ist da Energieversorgung, ist da das geringste Problem. So, hier fehlen Materialien. Achso, ja, okay, logisch. Nötige Energie ist erstmal uninteressant. Das wird wieder. Frage der Zeit. Moment, geht der Richtung. Mann, da hätte ich hier das. Hätte ich hier Quellhausen aber ganz schnell sonst wo gehabt. Okay. So, Nahrung wird immerhin schon mal gebracht. Wasser ist ein ganz großes Problem. Ist nur noch. Wird aber geliefert, ich brauche jetzt nur noch einen. Nö, doch. Nur noch einen Schlepper. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Eine freie Arbeitskraft. Moment, wo war das? Hier, ne? Tatsächlich da einen freien habe, dann würde ich den da ganz gerne einsetzen. Ah ja, es wird. Nahrung kommt an, Wasser kommt an. Grundversorgung ist erstmal gesichert. Wenn ich den jetzt hier einschalte. Na gut, da habe ich noch keine Leute für. Okay, ja, das ist natürlich sehr sinnvoll. Aber egal, wir brauchen sowieso Holz in der Gegend, also von daher brauche ich dann irgendwann noch einen zweiten oder vielleicht so ein großes Teil dahin. Brauchen wir früher oder später so wahrscheinlich sowieso.
Mann, das hätte aber übelst ins Auge gehen können. So. Das Teil ist komplett dicht. Wohnen. Dann setzen wir noch ein daneben. Einmal wohnen. So, ja gut, da muss ich jetzt hier muss ich natürlich, beziehungsweise hier, ne, muss ich erstmal wieder die Bevölkerung entsprechend erholen und aufbauen. Da drüben natürlich muss ich auch dafür sorgen, dass sich da was tut. Sich halt ihre eigene Bevölkerung schaffen im Laufe der Zeit. So, hier sieht auch soweit erstmal alles gut aus. Oh, der jetzt schon nach Mekka, ist gerade fertig geworden, ja dann. Cool. Das kann dann alles weg. Und dann sind wir die Bäume auch quitt. Da sind jetzt immer noch 18 Einheiten Rohholz drin. Hier liegen auch immer noch die 4 rum. Ja. Das war ja so der ganze Aufhänger, warum ich dann hier irgendwie angefangen habe rumzugucken, wie sieht es denn hier mit der Eisenproduktion aus und so weiter und so fort. Und ja, dann sind Dinge passiert. Okay. Die versorgen sich aber aus ihren eigenen Beständen. Also insofern alles gut. Hatte ich erstmal gesagt, hier erstmal nichts machen. Der hat doch keine Güter mehr vorrätig. Okay. Dann gehen die doch mal so langsam an den ganzen Kram ran. Aha. Ja, ich sehe schon. Es tut sich was. Cool. Immerhin. So, wie sieht es mit unserem Sorgenkind da hinten aus? Nahrung ist da, Wasser ist da. Alles gut. Okay, die Behausung ist auch soweit fertig. Das hätte aber übelst ins Auge gehen können. Keine Aufgaben in Reichweite. Achso, er ist da am Meckern. Hab nichts zu tun. Wenn es das nur ist. Okay. Ja, 12 Jungtiere, die müssen erstmal alle erwachsen werden, so dass entsprechend wieder Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Eventuell muss ich noch darüber nachdenken, hier vielleicht noch ein weiteres Gebäude hinzusetzen zum Wohnen. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Aber das mache ich auch. Sicher ist sicher. Der Platz war sowieso dafür reserviert, von daher schauen wir mal. Doppelhütte. So. Dann sollen sie das Ding da hinsetzen. Damit wir entsprechend dann auch ein bisschen mehr Reserve haben an Bewohnerinnen und Bewohner. Okay. Moment. Sieht gut aus, einigermaßen. Tut sich da was? Nein, die sind noch nicht so weit. Gut, 50 von 50 haben sie. Müssen das Teil nur noch fertigstellen. Und dann kann ich das andere Teil da dran anknüpfen. Jo.
16. Ah, das Teil ist fertig. Sehr cool. Das müsste aufgefüllt werden. Da, oh. Langsam aber sicher wird es abgebaut. Der Vorrat, der sich da noch befindet. Okay. Naja, es hilft nichts mehr. Ich muss da jetzt mal ganz kurz intervenieren. Kaboom. So. Ach, auch das noch. Na, immerhin. So, Energie, Energie, Energie. Das war dieses Teil. Das ist sogar richtig so, ja. Wunderbar. Mit einer entsprechenden Eile bitte da dran. Und hier dann das andere Teil. Auch da ist eine gewisse Eile durchaus gegeben. So. Wie sieht es hier aus? Kann ich das jetzt langsam mal einreißen? Boah, ne, immer 12. Mann. Naja, egal. Da wird eifrig gewerkelt. Achso. Ah! Oh, hab beides gemacht. Sehr schön. Cool, was kommt jetzt hier an? 200 von 200. 100%. Immerhin. Verbleibender Kraftstoff 40%. Okay. Jo. Dann will ich mal hoffen, dass hier die Produktion entsprechend zügiger vorangeht. Vor allen Dingen hier auch der Rohholzverbrauch sich bemerkbar macht. Das wäre sehr schön. So, Distrikt Nummer 3. Wie sieht das hier aus mit Quellhausen? Versorgung klappt. Die haben immerhin schon ein Jungtier. Nett, sehr nett, sehr nett, sehr nett. Was man hier machen könnte, ohne große Schwierigkeiten, damit die Leute sich da so ein bisschen wohler fühlen. So eine Dachterrasse wäre hier durchaus angebracht. Moment, die könnte man dann da so hinsetzen. Da muss natürlich noch ein Weg hin. Hallo, du. Weg. Sehr cool. So, dann haben sie ja auch ein bisschen ne, anheimlicher und ein bisschen netter und so weiter und so fort. Was man auch noch machen könnte, Moment, Wohlbefinden, was durchaus sinnvoll ist. Hier so ein Schleifstein, beziehungsweise. Naja gut, das ist ja nicht ewig hier. Lass ich erstmal noch. Aber vielleicht so ein Krankenbett kann nicht schaden. Soll man das hier hinsetzen oder sollte man das hier hinsetzen? Ich mache hier mal so ein Krankenbett hin.
Und zum Wohlfühlen. Moment, was könnten wir noch machen? Ein bisschen Deko. Und Strauch. So. Was sind die erstmal mit beschäftigt? Hunger, 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 Hunger. Es ist aber Nahrung da. Also ihr könnt euren Hunger auf jeden Fall stillen. Ach, das sind nicht. Ach, das so, da sind. Das sind die anderen Leute. Okay. Auch die können ihren Hunger stillen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist genug gegeben. So, ich sehe schon, ich bin hier mit meiner Zeit viel zu weit schon voran. Ich war so im Spiel drin, dass ich mir die Zeit mal wieder vergessen habe. Passiert schon mal. Ja, Mann. Ja, es ist schon ein Spiel, wo man sich so ein bisschen oder ganz schön drin verlieren kann. Das ist ganz einfach so. Also bei mir. Ist dann auch für mich dann immer irgendwie schwierig, mich dann immer selber dran zu erinnern, hey, du spielst hier nicht für dich alleine, du machst hier ein Let's Play und dann brubbel ich mehr so vor mich hin. Sorry. Ich muss mich da erstmal wieder so ein bisschen einfinden. Die erste Woche ist bei solchen Spielen immer so ein bisschen schwierig. Ja, ich hoffe, ich werde da ein bisschen lockerer und komme wieder mehr so ins Kommentieren, so ins allgemeine Kommentieren und brubbel nicht nur so ins Mikro. Ja, okay. Ich danke für eure Geduld, ich danke für euer Dabeisein, ich danke für deine Geduld, für dein Dabeisein, für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.